Setze dich oder lege dich einfach ruhig hin. Sprich nun im Geiste oder laut mir nach. Ich gehe in meinen Herzraum. Ich rufe all meine Chakren zusammen und begebe mich in mein vereinigtes Chakra. Ich atme Ana, Solavana und Elixier in mich und weite mich mit jedem Atemzug. Ich begebe mich auf die Frequenz des aktorianischen Heilungsteams. Ich bitte um das blaue Licht des aktorianischen Heilungsteams. Ich bitte um eine Projektion meiner DNS-Stränge. Ich bitte darum, dass diese vom Anfang beginnend, langsam fortschreitend, mir gezeigt werden und nicht aktive Stege mir dunkel oder dunkelleuchtend gezeigt werden. Du wirst nun die DNS-Helix vor deinem inneren Auge sehen, oder sie dir vorstellen. Vertraue dabei deiner Intuition und deinem inneren Sehen. Nimm dir Zeit dabei und erkenne die Unterschiede in den Stegen deiner DNS. Es gibt Stege, die eine andere Farbe haben oder anders leuchten als vorige oder nachfolgende. Bei jedem dunklen oder dunkelfarbigen Steg handelt es sich um einen noch nicht aktivierten Bereich. An diesen Stegen verweile und sprich im Geiste das Wort Öffnung oder das Wort Sadhana. Beobachte, was hierdurch geschieht. Wenn es für dich bereits dienlich ist, diesen DNS-Code zu aktivieren, wird er durch dieses eine Wort aktiv. Gehe nun Steg für Steg, Strang für Strang, langsam fortschreitend durch die gesamte Helix bis zum Ende. Verbleibe nun noch eine Weile, solange es dir beliebt, in dieser Energie. Wenn es andere Frequenzen gibt, die du nun benötigst, werden sie dir ohne weitere Bitte gewährt. Beendest du die Meditation, dann sprich bitte im Geiste oder laut: Ich danke der geistigen Welt, all meinen Helfern, Lord Arcturus und dem arcturianischen Heilungsteam. Wiederhole diese Meditation ein bis zweimal in kurzer Folge und gelegentlich zu einem späteren Zeitpunkt.